Genieß dein Leben. Ich bin ein sogenanntes Channel-Medium. Dann übermittle ich von dieser verstorbenen Seele Botschaften, die an den Hinterbliebenen bestimmt sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin Ennen. Hallo, hallo. Wie schön, dass du beim Herzensbotschaften-Talk dabei bist und nicht nur beim Talk. Nein, du bist auch eine von den Autorinnen im Buch Herzensbotschaften, die Frau, die ich sein will, für Leaderinnen, Powerfrauen und sonstige Macherinnen. Katrin, du bist Lehrcoach, du bist Medium und du arbeitest mit etwas ganz Besonderem, nämlich mit Jenseitskontakten. Das mag erstmal etwas spooky klingen und vielleicht den einen oder anderen erstmal etwas erschrecken oder neugierig machen, wer weiß. Aber erzähl doch mal, liebe Katrin, was machst du genau und wie bist du dazu gekommen? Ja, danke, Daniela. Erstmal freue ich mich natürlich ganz doll über dieses Buch und auf das Buch. Und genau, da berichte ich auch über Jenseitskontakte. Und ja, ich kann gerne mal erläutern, was ist das überhaupt und wie funktioniert das? Man kann sich das so vorstellen. Man ist hier auf der Erde und hat einen Menschen verloren. Also zum Beispiel ist ein Elternteil verstorben. Und dann ist man selber ja naturgemäß in einer unterschiedlich verlaufenden Trauer und manchmal ist man an dem Punkt, wo man als Hinterbliebener sagt, oh Mensch, ich würde so gern nochmal wissen, wie geht's zum Beispiel meiner Mutter, was gibt es vielleicht noch zu klären, was gar nicht besprochen wurde. Und das ist oft so ein Punkt, wo man dann sagt, ich brauche externe Hilfe und das sind die Menschen, die dann zu mir kommen, zu einem sogenannten Jenseitskontakt. Und das hört sich komisch an, ist aber tatsächlich was ganz Normales. Man kann sich das so vorstellen. Ich bin wie eine Art Telefonzelle, sage ich immer. Ich bin ein sogenanntes Channel-Medium, also ein Kanal. Und ich eröffne eine Telefonzelle in die sogenannte geistige Welt. Also das ist die Ebene, wo auch tatsächlich die Seelen Verstorbener sind. Und dann mache ich nichts anderes, und das ist dann so normal, wie wir jetzt gerade reden, dass ich den Verstorbenen einlade, also diese Seele. Und dann übermittle ich von dieser verstorbenen Seele Botschaften, die an den Hinterbliebenen bestimmt sind, also zum Beispiel an die Tochter, die da bei mir sitzt. Genau. Und das geht online, das geht real. Und ganz oft kriege ich dann so Fragen, wie geht's meiner Mama? Kannst du ihr nochmal das ausrichten? Kann sie nochmal das und das beantworten? Und tatsächlich ist das dann so ein Dialog, nur dass ich zwischendurch der Übersetzer bin. Also ganz spannend. Ich sehe die dort nicht richtig im Jenseits. Also die sprechen nicht mit mir wie so ein Mensch, sondern die senden mir Bilder und Worte in den Kopf oder Gefühle in den Körper. Und ich muss das dann wirklich so übersetzen, dass wir auf der Welt das auch verstehen. Also ganz spannend. Ja, es ist mega spannend. Und ich durfte ja auch bei dir schon mal 3 Tage Seminar mitmachen und ich war megamäßig geflasht. Das klingt ja nun erstmal sehr spirituell und wie ich eingangs schon sagte, der eine wird wahrscheinlich sagen, was für ein Spinnkram, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dennoch hast du ja auch ganz viele Businesskunden, richtig? Ja, ich habe ganz viele Businesskunden. Also ich channel ja nicht nur Jenseitskontakte. Das habe ich natürlich für Privatkunden und teilweise auch für Menschen, die im Business arbeiten. Ich channel auch andere Themen. Also channeln heißt immer, ich spreche eine andere Ebene an, die mir dann Informationen liefert. Ich channel ja auch sowas wie Berufung, Vision für Firmen, Dinge, die in Projekte hinein sollen, die wir aber vom Verstand nicht ableiten können, sondern die in der sogenannten geistigen Welt abgespeichert sind. Also man kann sich das so vorstellen, jeder Mensch kommt halt auch mit so einem Seelenplan hier auf die Erde. Das heißt, er kommt auf die Erde und soll bestimmte Erfahrungen machen und auch bestimmte Dinge erleben. Und die wissen wir aber vom Verstand her nicht, wenn wir kommen. Und deswegen kann ich auch super gut für Projekte channeln. Wo soll es hingehen? Wie soll es weitergehen? Was sollst du erleben als Mensch? Was sollst du bewirken? Weil wir das oft vom Verstand her nur
ja, durch Erfahrung oder Try and Error rauskriegen, aber in Wirklichkeit gibt es da einen Plan dahinter. Ja, total spannend. Und ja. Ich glaube auch, oder ich bin fest davon überzeugt, wir Menschen denken einfach viel zu viel. Wenn ich so in meine Vergangenheit schaue, ich war so verkopft und jede freie Minute habe ich mich dann noch mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, was gelesen, was gehört, ja. immer weiter optimiert. Und vor lauter Weiteroptimierung war es bei mir zumindest so, wenn das mein Seelenweg war, war das irgendwie so ganz, ganz weit weg, der Bildschirm ist jetzt nicht breit genug, mein Lebensweg. Und ich habe es erst dadurch, dass ich in die Ruhe gegangen bin, dass ich wirklich meinem Unterbewusstsein die Chance gegeben habe, mit mir zu sprechen, das mehr und mehr angeglichen, ob ich auf dem richtigen Seelenweg bin. Wer weiß, es fühlt sich gerade gut an. Mhm. Und deswegen ist deine Arbeit unglaublich wertvoll. Liebe Katrin, wer kommt zu dir? Wie finden Menschen dich? Denn gerade wenn ich jetzt so an Unternehmerinnen, Unternehmer denke, an Geschäftsführer, an Businessleute, ist das ja oft eher noch so ein Thema, was so ein bisschen... Genau. Zu dir. Also wie die Leute zu mir kommen, ich arbeite sehr viel, wirklich so Live-Sessions stelle ich auf YouTube hoch, weil mir das Thema so wichtig ist, dass das eine Normalität bekommt. Also so wie wir jetzt sprechen, würde ich ja auch channeln, also Jenseitskontakte oder Berufungsthemen. Und das filme ich mit, wenn das für die Betroffenen natürlich in Ordnung ist, lade ich es dann auf YouTube hoch. Und das ist für viele in Ordnung. Und dadurch habe ich schon eine recht gute Resonanz auf YouTube. Also wirklich schon so 20.000 Klicks pro Video teilweise. Krass. Ja, wow. Ja, super krass. Und das ist aber so wichtig, um diesem Thema, dieses so Bohai zu nehmen, sondern dass Menschen wirklich merken, hey, das ist was ganz Normales. Wir kennen es nur noch nicht, aber es ist was ganz Normales, was die Katrin macht. Und wer dann dezidierter nachschauen möchte, der sieht mich dann auch auf meiner Institutsseite. Ich habe ein eigenes Ausbildungsinstitut zu den Themen. Genau, da warst du ja auch schon. Und das nennt sich Gate Atma, unser Institut, Tor zur Seele. Und da findet man uns auch sehr gut. Und ich bin viel auf Messen unterwegs. Also ich versuche wirklich, das Thema lebendig rüberzubringen, weil es ja oft unsere klassische Vorstellung ein bisschen herausfordert. Deswegen denke ich, ist es wichtig, das zu erleben. Ja, total. Und ja. Wenn du, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, jetzt neugierig geworden bist, unter dem Video findest du alle wichtigen Links und natürlich auch der YouTube-Kanal. Und es ist wirklich faszinierend, es ist spooky, es ist etwas, was unser Verstand kaum begreifen kann. Mhm. Und dennoch ist es Jahrtausende alt und ich denke, wir in unserer westlichen Welt haben es einfach nur verlernt. In anderen Kulturen ist das ja sehr viel normaler. Genau, genau. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil deine sehr, sehr berührende Geschichte hast du ja in unserem Buch Herzensbotschaften niedergeschrieben. Magst du trotzdem ein bisschen anteasern? Wie bist du dazu gekommen? Bist du jetzt irgendwie was Besonderes, was erleuchtet wurde und deswegen kannst du das? Kann das jeder? Wie bist du dazu gekommen? Oh, das waren jetzt 5 Fragen auf einmal. Alles gut, ich bin jetzt nicht hier mit Feenstaub erleuchtet auf die Welt gekommen und channel seit meiner Geburt, ohne es zu wissen. Ich habe tatsächlich gelernt und da gab es einen Auslöser. Also vielleicht ganz kurz, ich bin seit 25 Jahren selbstständig im Bereich Business Coaching und da haben wir auch ein eigenes Ausbildungsinstitut hier in Norddeutschland, in Lüneburg und sind da auch total erfolgreich. Also ich hatte jetzt keine Veranlassung, beruflich irgendwas zu ändern und lief alles super. Ich hatte vor 4 Jahren, also 2019, tatsächlich 2 Einschnitte in meinem persönlichen Leben und die haben mich in diese Ruhe gebracht, die du vorhin erzählt hast, zwangsweise, und dann zu so einer Umkehr bewegt. Das erste war, dass ich sehr, sehr krank war 2019. Also ich kann es euch sagen, das ist eine Krebserkrankung gewesen. Die hat mich natürlich schon mal so von 100 auf 0 körperlich, inhaltlich, strukturell ausgebremst. Da war ich dann wirklich zu Hause, dachte, ich bin nach 2 Monaten wieder fit. Dem war dann nicht so, also es war doch ein längerer Prozess. Und direkt zeitgleich, also 3 Wochen danach, ist meine Mutter verstorben. Sehr unerwartet und wir wollten noch ganz viel Themen klären, nämlich in ein paar Wochen.
Das heißt, ich stand da wirklich so vor, wow, mir ging es gesundheitlich wirklich sehr angeschlagen. Das war aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmere war, Mensch, ich wollte doch noch so viel klären mit ihr, dass wir eine friedhafte Haltung fortsetzen, dass wir Dinge besprechen. Also wir hatten wirklich schon einen Termin vereinbart. Und dann kriegte ich die Nachricht, mitten in der Krebsreha, kriegte ich einen Anruf, komm nach Hause. Und ehrlich gesagt hat mich dieser plötzliche Tod meiner Mutter so tief erschüttert, dass ich dann auch ganz viel natürlich zu tun hatte und viel mit dem Erbe und Regelung. Aber in mir war ich so erschüttert, dass ich alles Mögliche probiert habe, dass ich irgendwie wieder Land sehe. Und das war wirklich anspruchsvoll. Und dann habe ich irgendwann selber einen Jenseitskontakt gebucht, also ich als Klientin. Und ich habe gedacht, komm, also ich hatte da gar nichts mit am Hut. Ich habe wirklich gesagt, komm, die machen so einen Sprechcomputer an, ein Tüdelchen. Da wird dann gesagt, ja, deine Mama hat dich ganz lieb und ihr geht's super. Ja, ich habe da nichts erwartet. Und in Wirklichkeit war der Kontakt phänomenal. Also ich konnte den richtig spüren, der hat mich in tiefen Frieden gebracht, der war sehr detailliert, sehr ausführlich. Ich wusste sofort, dass es meine Mutter ist, weil die Beweise geliefert hat, die Seele. Da kam dann so, also die hat ihre Haarfrisur beschrieben, ihr letztes Auto, ihr Beruf. Also das konnte keiner wissen. Das war wirklich phänomenal. Und so laufen auch heute bei mir die Kontakte. Auf jeden Fall war das so phänomenal, dass das für mich ein ganz wichtiges Element in meiner Trauer wurde. Ich habe dann alle paar Monate diesen Kontakt gesucht und ich habe gemerkt, oh, das führt mich in so friedvolle, kräftige, wunderschöne Ebenen. Das will ich auch können. Dann habe ich extrem viel Ausbildung in dem Bereich gemacht und ja, und jetzt mache ich das selber und bilde selber aus. Genau. Jetzt habe ich aber, glaube ich, eine Frage vergessen, oder? Wer kommt zu mir? Nee, war das schon? Das hatten wir schon. Nee, im Grunde genommen hast du alles beantwortet. Okay. Das war dein persönlicher Weg. Ich habe dir ja auch zu viele Fragen vor lauter Nein, Neugier alles gestellt. gut. Und letztendlich hast du eine Frage auch beantwortet. Kann das jeder? Ja. Indirekt hast du beantwortet. Das kann jeder, der es lernen will. Also die Frage habe ich auch ganz oft und das ist eine Technik. Also so wie wir auf der Erde Kommunikationsschulungen besuchen, also wie rede ich mit Kunden oder wie auch immer, lernt man einfach die Kommunikation mit der geistigen Welt. Das heißt, das ist eine Technik und eine Übungssache. Und das ist das einzige Geheimnis. Da kann wirklich jeder kommen und man kann sich auch vorher kostenlos bei mir informieren, wenn man Fragen hat. Also ich bin aber ganz transparent. Und ich mache das übrigens so, dass diese Grundtechniken jeder in 2 Tagen lernen kann, weil wir extrem viel üben und extrem viel machen. Das heißt, ich stehe wirklich dazu, nicht so ein künstliches Bohai drumherum zu machen. Das meine ich jetzt ganz liebevoll, sondern das kann wirklich jeder lernen. Das kann Und ich voll bestätigen. Ja, Entschuldigung. nee, alles gut, mach mal. Das kann ich voll bestätigen. Ich war ja auch bei dir. Es waren gar nicht 3, es waren nur 2 Tage. Ne? Das kam mir aber so unendlich lang vor. Deswegen ist es also eine sehr, sehr intensive Zeit bei dir da in Lüneburg, in dem Ausbildungszentrum. Du hast ja ein zweites Ausbildungszentrum inzwischen auf Fehmarn. Und ich fand das sehr faszinierend, weil ich habe immer gedacht, ja, klar, habe ich, glaube ich, eine ganz gute Intuition, aber Channel. Das können andere. Und dann habe ich mit einer anderen Teilnehmerin ja zusammen geschannelt und habe dann auch nach Beweisen gefragt. Und das war spooky. Ich kriegte Bilder in den Kopf, ich kriegte Sachen zugeflüstert, in Anführungsstrichen. Es war so in Form von Gedanken. Und ich dachte, was ist das für wirren Kram? Und bei meinem Gegenüber flossen die Tränen. Und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das war einfach ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich kann dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, nur empfehlen, probiert es mal aus. Auch wenn du vielleicht Glaubenssätze hast oder Bewertungen darauf, boah, das kann doch nicht funktionieren und das ist ja Spinnkram und gibt es nicht. Probier es einfach mal aus und triff dann eine Entscheidung. Und eine gute Chance sind ja wirklich deine YouTube-Videos, dich da einfach mal live und in Genau. Aktion zu erleben. Ach so, live ist vielleicht auch noch spannend. Ich bin am 13. April live in Hamburg. Da habe ich eine Tango-Schule gemietet und mache da online
mit 60 Personen tatsächlich Online-Sessions, also nicht online, sondern Live-Sessions vielmehr zum Thema Jenseitskontakte. Also wer sich da mal live hineinbegeben möchte als Zuschauer oder direkt, um vielleicht auch einen Kontakt zu haben, das ist eine super Gelegenheit. 13. April 2024 in Hamburg. Auch dafür findest du alles hier unter dem Video. Wunderbar. Liebe Katrin, du hast einen sehr spannenden Weg hinter dir, einen sehr besonderen Weg, wie im Grunde genommen alle Herzensbotschafterinnen und nicht nur die Herzensbotschafterin. Jeder Mensch hat seinen speziellen Seelen- und Lebensweg. Mal angenommen, ich könnte dir heute eine Zeitmaschine hier hinstellen. Und du dürftest 15 Jahre in die Vergangenheit reisen, zu der 15 Jahre jüngeren Katrin. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Ui, meinem jüngeren Ich würde ich mit auf den Weg geben. Kommuniziere regelmäßig liebevoll, offen und final klärend mit den Eltern, solange sie noch leben. Das finde ich extrem wichtig. Also wir hatten immer eine gute Beziehung, aber dass wirklich alles so geklärt ist und man auch emotional spricht, das halte ich für ganz wesentlich. Meinem jüngeren Ich würde ich mit auf den Weg geben, regelmäßig in Ruhe zu gehen, um zu checken, ob der Lebensweg noch der richtige ist, weil dann braucht es vielleicht diese Vollbremsung nicht, die mir das Leben geschenkt hat. Ich glaube, ich hätte das auch vielleicht anders gelernt, hätte ich regelmäßig reflektiert. Und meinem jüngeren Ich würde ich sagen, zwei Sachen noch, würde ich sagen, sei mutig. Und zwar, was brauchst du wirklich im Leben? Also was brauchst du wirklich im Leben? Sei mutig und mach das, was dich glücklich macht. Und nicht, was sich vielleicht hierarchisch oder finanziell am besten anfühlt. Also deswegen sei mutig. Und das Letzte ist, genieß das Leben. Also die körperliche Lebenszeit ist tatsächlich endlich. Genieß es. Also fahr in Urlaub, mach einmal am Tag 10 Minuten irgendwas Schönes. Bei mir ist es Cappuccino trinken, spazieren gehen. Genieß dein Leben. Ja, bitte. Das wären meine wichtigsten Botschaften. Unbedingt, da schließe ich mich voll und ganz an. Ja, wow, ganz, ganz toll. Auch mit den Eltern. Ja. Mir geht es ja sehr ähnlich, dass ich mit meinen Eltern leider, sie sind viel zu früh verstorben und ich Dinge nicht klären konnte. Da hat es mir auch sehr geholfen bei dir. Das nochmal am Rande. Wir haben eben den Vergangenheitsblick gemacht. Lass uns nochmal in die Zukunft schauen. Wir nehmen dieses Video gerade im Februar 2024 auf. Das Jahr ist fast noch ganz, ganz frisch und neu. Wo wirst du, liebe Katrin, am 31.12.24 stehen? Oder anders gefragt, was wirst du über das Jahr 2024 sagen? Über das Jahr 2024 werde ich sagen, dass ich das Jahr glücklich beende, weil ich meiner Berufung, glaube ich, sehr, sehr folgen werde. Folgen, ich werde sie erfüllen und mit Leben füllen. Ich werde über das Jahr 2024 sagen, dass ich stolz darauf bin, meine Themen präsent und nach vorne gebracht zu haben, damit möglichst viele Menschen sie kennen. Und ich werde sagen, der April war zum Beispiel bewegend, weil ich dort vor 60 Personen live gearbeitet habe, ohne Netz und doppelten Boden und dadurch bewiesen habe, dass das alles wirklich funktioniert. Ich werde super schöne Kontakte auf einer Messe knüpfen, Leben und Tod, wo ich neben zwischen Särgen das Thema Seelenbilder und Jenseitskontakte sehr bunt verbreite. Das macht immer große Freude. Ja, das ist immer ganz interessant, weil das dann so anders ist. Und ich werde über das Jahr 2024 sagen, dass ich mindestens eine Woche alleine mit mir Urlaub gemacht habe und mindestens 2 Monate die Welt bereist und online gearbeitet habe und das Thema Jenseitskontakte ganz viele Menschen erreicht hat und das Thema Channel, die es für normal und werthaltig und richtig schön finden. Und tatsächlich wird es, glaube ich, so sein. Von daher werde ich echt happy aus diesem Jahr schwimmen. Das klingt ganz wunderbar. Was für ein krass genial, schönes, magisches, zauberhaftes Jahr. Ja. Apropos magisch und zauberhaft. Hast du noch eine letzte
für den Moment letzte magische oder zauberhafte Herzensbotschaft für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, meine Botschaft an euch ist, es gibt mehr, als wir sehen. Und das ist oft viel stärkender, als wir es uns erahnen lassen. Wow, ein wunderschöner Abschlusssatz. Liebe Katrin, von Herzen danke für dieses schöne Interview. Und wenn du mehr über Katrin wissen möchtest, wie schon erwähnt, du findest alles hier unten unter dem Video und natürlich im Buch Herzensbotschaften. Bis bald. Ciao. Tschüss.